Hallo, hier ist wieder Ralf Bürgelin, Steuerberater aus Breisach. Heute mit einem Thema, die verdeckte Gewinnausschüttung, kurz VGA. Typischerweise kommt die VGA, verdeckte Gewinnausschüttung, bei Kapitalgesellschaften vor, insbesondere bei den GmbHs und dort bei Rechtsverhältnissen mit dem Gesellschafter-Geschäftsführer. Mal einige Beispiele dafür. Was kann denn das sein? Das kann natürlich ein völlig überhöhtes Gehalt sein. Das kann das zu große Auto, der zu große Firmenwagen sein. Das kann sein, dass er sich Waren aus dem Warenlager nimmt, ohne sie zu bezahlen. Oder dass er Tätigkeiten an seinem selbstgenutzten Einfamilienhaus von der Firma vornimmt. So gibt es zahlreiche Beispiele, die eine verdeckte Gewinnausschüttung auslösen können. Was ist denn eine verdeckte Gewinnausschüttung? Eine verdeckte Gewinnausschüttung ist eine Vermögensminderung oder eine verhinderte Vermögensmehrung der Kapitalgesellschaft, die sich auf das Einkommen auswirkt und nicht im Zusammenhang mit einer offenen Gewinnausschüttung steht und durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist. Ich gehe mal auf die Einzelnen ein. Vermögensminderung, das sind eben zu hohe Kosten, wie ein zu hohes Gehalt, zu hohe Tantiemen unter anderem, die eben dann zu einer Vermögensminderung der Kapitalgesellschaft führt und die dann im Zweifel eine VGA sind. Verhinderte Vermögensmehrungen ist eben eine zu geringe Miete zum Beispiel für eine Wohnung, die der Gesellschaft gehört und an den Gesellschafter oder eben nahe Angehörige vermietet ist. Beispiel, ich könnte 1.000 Euro Monatsmiete bekommen und der Gesellschafter zahlt nur 100 Euro. Dann habe ich eine verhinderte Vermögensmehrung. Durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst bedeutet im Prinzip der Fremdvergleich. Ja, ich begünstige mich, weil ich Gesellschafter bin, weil mir die Firma gehört und einem anderen fremden Dritten hätte ich mehr verlangt oder hätte ich weniger bezahlt. Das ist die Definition, durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst. Und auf die Höhe des Gewinns auswirken, es ist ja klar, wenn ich mir ein zu hohes Gehalt bezahle, habe ich mehr Aufwendungen für Löhne und Gehälter in der GNV und damit wird mein Einkommen und mein Gewinn niedriger. Oder ich bekomme eine zu niedrige Miete, habe ich geringere Einnahmen, mein Gewinn ist niedriger. Das wirkt sich auf die Höhe des Einkommens des Gewinns aus. Und jetzt sind wir doch bei dem letzten Thema, keine offene Gewinnausschüttung. Für eine offene Gewinnausschüttung bedarf es ja erstmal der Feststellung des richtigen Gewinns und durch einen Gesellschafterbeschluss schütte ich mir diesen Gewinn aus. Das ist bei der verdeckten Gewinnausschüttung nicht der Fall. Zu den Rechtsfolgen. Was sind denn die Rechtsfolgen einer verdeckten Gewinnausschüttung? Der Gewinn, das Einkommen der Kapitalgesellschaft, in der Regel der GmbH, erhöht sich. Gleichzeitig findet eine Ausschüttungsbesteuerung auf Ebene des Gesellschafters statt. Das kann im Wege der Kapitalertragssteuer, der Abgeltungssteuer erfolgen oder aber auch im Wege des Teileinkünfteverfahrens, da habe ich ein Wahlrecht. Also wird aus einem Arbeitslohn im Zweifel Kapitaleinkünfte. Das ist die Rechtsfolge daraus. Nach § 32a Körperschaftssteuergesetz kann ich da auch rechtskräftige Bescheide, also rechtskräftige Einkommensteuerbescheide, wieder ändern und kann diese Einkünfte umwidmen. Hierzu vielleicht kurz ein kleines Zahlenbeispiel. Nehmen wir an, ein Gesellschafter, Geschäftsführer hat sich bisher 20.000 Gehalt bezahlt. Das waren 240.000 im Jahr und das hat den Gewinn um 240.000 gemindert. Jetzt sagt das Finanzamt, 10.000 sind angemessen, 20.000 zu viel. Dann hätte man eine verdeckte Gewinnausschüttung in Höhe von 120.000 Euro und würde den Gewinn um diese 120.000 Euro erhöhen, was auf Ebene der Kapitalgesellschaft dann Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer auslöst. Gleichzeitig müsste ich dann als Arbeitslohn nur noch 120.000 versteuern und die anderen 120.000 sind dann Kapitaleinkünfte, die wie gesagt entweder im Rahmen der Kapitalertragssteuer oder im Rahmen des Teileinkünfteverfahrens zu besteuern sind. Komplexe Sachverhalte birgen natürlich immer die Gefahr einer verdeckten Gewinnausschüttung. Da muss ich umso mehr drauf aufpassen. Früher hatte die verdeckte Gewinnausschüttung eine sehr viel höhere Relevanz. Das liegt heute an dem Umstieg des Rechtssystems. Wenn ich eh schon im Spitzensteuersatz liege, als Gesellschafter, Geschäftsführer, also in der Einkommensteuer im Spitzensteuersatz liege, dann hat es in der Totalbesteuerung, wenn ich die Steuer auf Ebene der Kapitalgesellschaft und auf Ebene des Gesellschafters zusammennehme, kaum noch eine Relevanz. Deshalb ist dieses Thema auch lang nicht mehr so im Brennpunkt der Finanzverwaltung und im Brennpunkt der Betriebsprüfungen. Was ist denn wichtig, um eine verdeckte Gewinnausschüttung zu verhindern? Beim beherrschenden Gesellschafter, Geschäftsführer bedarf es einer eindeutigen zivilrechtlichen Vereinbarung. Die muss auch im Vorhinein geschlossen worden sein. Ich kann nicht nachträglich eine Vereinbarung schließen.
In aller Regel bedarf es einer eindeutigen zivilrechtlichen Vereinbarung auch der Schriftform. Das gilt übrigens auch für nahe Angehörige. Jetzt könnte sich noch die Frage stellen, was ist denn ein beherrschender Gesellschafter, Geschäftsführer? Naja, ein beherrschender ist, der so viele GmbH-Anteile oder Anteile an der Kapitalgesellschaft besitzt, dass er auch in einer Gesellschafterversammlung seinen Willen durchsetzen kann. Der ist beherrschend. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen kleinen Überblick über eine verdeckte Gewinnausschüttung geben. Man hört diesen Begriff sehr oft und kann als Laie wenig damit anfangen. Viele Grüße aus Breisach, euer Ralf Bürgelin.